Herzlich willkommen zur 25. Folge von QSOFU hilft. Ja, wir sind mittlerweile schon bei der 25. Ja, ist trotzdem schon ein bisschen was zusammengekommen. Und wir haben heute mal wieder eine Frage, die ist schon ein bisschen älter. Die habe ich jetzt noch bei unseren Kommentaren entdeckt. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber die ist echt irgendwie durch das Raster durchgefallen. Von KinGaming GHD. Und er hat ein Problem, er hat sich einen neuen PC gekauft, hat Windows 10 drauf, hat McAfee gedownloadet und installiert. Und seitdem öffnen sich jetzt ständig irgendwelche Werbungen und ja, manchmal öffnen sich halt eben auch Werbungen, die mit McAfee zu tun hat. Deswegen hat er jetzt gedacht, okay, vielleicht kommt das ja von McAfee und es nervt ihn halt beim Zocken am PC. Das Ganze, ja, was du meinst, diese Thematik nennt sich potenziell unerwünschte Programme, PUPs, die da scheinbar im Hintergrund laufen. PUP ist zum Beispiel auch die Ask Toolbar, die ja zweifelhafte Bekanntheitsgrad erreicht hat mittlerweile bei vielen PC-Nutzern, die zum Beispiel bei Java mit installiert wird, oder auch McAfee Secure Scan, der bei Flash eine Zeit lang mit installiert wurde. Und ich denke mal, dass du dir sowas installiert hast, dass du einfach irgendwie ein Programm durchgeklickt hast. Also mit McAfee, ich sag's ja recht ungern, aber da ist McAfee mal nicht dran schuld. Also McAfee wüsste ich jetzt nicht, dass die sowas mit installieren, wo sich dann Werbung aufbaut. Vor allem, du hast das Ganze unter unser Video gepostet, da geht's um McAfee Virenschutz deinstallieren. Das ist ja keine Freeware oder so. Deswegen ist mir das auch noch nie aufgefallen, dass da irgendwelche Werbung eingeblendet wird. Dieses Phänomen, dass du halt auch Werbung bekommst, die mit McAfee zu tun hat, das ist wahrscheinlich Cookie-bedingt, dadurch, dass du wahrscheinlich bei Google, um McAfee downzuladen, McAfee in die Suche eingegeben hast, bist dann auf die Seite gegangen von McAfee, wo meines Wissens nach auch Google Analytics läuft, und dadurch weiß halt Google mittlerweile, Mensch, der KinGaming GHD interessiert sich eben für McAfee, und dadurch kommt die Werbung zustande, und dadurch, dass eben so viele Leute Google AdSense verwenden und auch viele solche potenziell unerwünschte Programme, die eben im Hintergrund laufen, nutzen Google AdSense als Werbeplattform, Vermarktungsplattform. Ja, wie bekommst du diesen ganzen Mist jetzt wieder von deinem Rechner runter? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das einfachste ist, man nimmt einfach ein Tool und versucht damit, den Rechner freizuschaufeln. Ich habe jetzt mal zwei Tools exemplarisch rausgesucht. Das wohl bekannteste ist der ADW-Cleaner. Der ADW-Cleaner, der findet solche Toolbars, solche, hier steht es ja auch, POP und LPI-Geschichten, Toolbars oder irgendwelche Hijacks auf Browser, Homepage, also sowas erkennt der alles, steht ja auch hier. Und das ist sehr zu empfehlen, das Tool. Und dann habe ich noch ein Tool, das hat der AV-Hersteller GData jetzt ins Rennen geschickt vor kurzem. Das nennt sich GData Cleanup. Mit GData Cleanup kann man auch solche Sachen finden. Und ich würde dir empfehlen, beide Programme mal hintereinander drüber zu schicken. Kann auf jeden Fall nichts schaden. Das ist nicht wie bei einem Virenschutz, dass man da nur ein Programm benutzen kann, soll, wie auch immer. Wenn du die nacheinander ausführst, dann ist es kein Problem. Und vielleicht findet das eine Programm was, was das andere eben noch nicht entdeckt hat. Ja, ich hoffe mal, dass für dich dann das Problem behoben ist. Das ist ein ganz blödes Ding, sag ich mal. Ansonsten kann man noch mal gucken, mal kritisch in, du hast ja auch Windows 10, deswegen passt es ja ganz gut, wenn ich hier das mal zeige, dass du vielleicht auch mal kritisch in die Systemsteuerung gehst und dann einfach mal unter Programme guckst, was ist denn eigentlich auf dem PC alles installiert, also was ist denn da drauf und was kann ich eventuell runterschmeißen. Und vielleicht findest du da auch das eine oder andere Programm. Das Blöde ist halt, sag ich mal, wenn das jetzt irgendwelche POPs sind, die lassen sich im Regelfall nicht einfach deinstallieren, sondern man macht es teilweise sogar noch schlimmer. Also ich habe schon mal erlebt, dass du bei einer Deinstallation erstmal eine richtige Installation angestoßen hast, und das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ansonsten, wie gesagt, wären das so meine Tipps. Da mal reinschauen, vielleicht auch mal über den Task Manager, ich mache den jetzt mal auf, gucken, was läuft denn im Autostart.
Man kann ja über den neuen Windows 10 Task Manager auch den Autostart editieren und da mal kritisch durchgucken, was sind denn da für Applikationen drin im Autostart und dann da eventuell mit einem Rechtsklick drauf deaktivieren, da mal die Sachen rausschmeißen und mal gucken, ob es besser wird. Und es sollten solche Werbefenster aufgehen, auch mal gucken in die Prozesse, was läuft denn da. Vielleicht auch mal vergleichen, vorher, nachher. Aber wie gesagt, zuerst würde ich das mit den Tools machen, alles andere ist ein bisschen aufwendiger. Wenn du da noch Hilfe brauchen solltest oder wenn jetzt Zuschauer sagen, Mensch, ich habe ähnliche Probleme, ich bräuchte da noch ein bisschen Hilfe, dann empfehle ich euch mal ein Posting bei uns in der Kurs-O4U Community aufzumachen. Wir als Kurs-O4U Redakteure gucken da rein, aber auch andere User von uns und Zuschauer, dann macht da einfach mal ein Posting rein, kursofu.com/community und dann gucken wir uns das Ganze nochmal gemeinsam an, vielleicht auch ein paar Screenshots mal mit rein, kann nicht schaden. Aber ich hoffe mal und ich denke auch mal zu, sag ich mal, 80%, dass dein Problem hier behoben ist, wenn du diese zwei Tools mal über deinen Rechner drüber laufen lässt. Ansonsten natürlich immer meine Empfehlung, nie Programme einfach blind durchklicken bei der Installation, sondern vorher erstmal abchecken, was möchte das Programm mit installieren und wenn da die Rede ist von irgendwelchen kostenlosen Trial-Versionen, irgendwelchen Tests, die man mit drauf installieren kann, gleich mal die Finger weg davon, den Haken unten reinsetzen bei Nein oder eben den Haken rausnehmen, je nachdem und dann sollte das Ganze relativ sauber installiert werden. Gut, in diesem Sinne, schickt uns eure Fragen weiterhin ein. Wir bekommen ganz gerne von euch irgendwelche Fragen, bestenfalls in die Community. Wie gesagt, interessante Fragen von euch, die in der Community gepostet werden, die wandern dann auch in unsere Sendung. Ihr seht ja auch gerne in die Kommentare. Ist für uns halt immer ein bisschen schwieriger in den Kommentaren, aber wir machen das durchaus auch. Bestenfalls eine Mail einfach an redaktion@kursofu.com und da kommt es auf jeden Fall richtig an und wir können dann eure Anfragen auch ganz gut bearbeiten und ich freue mich dann schon wieder auf die nächste Sendung, die ja schon wieder in 2 Wochen ist. Nächste Woche kommen wieder Webtipps. Und diese Woche müssen wir mal schauen, vielleicht noch ein Tutorial. Wir hatten ja jetzt 2 Videos, die außerplanmäßig gekommen sind. Vielleicht noch eine Frage, die ich noch beantworten möchte. Das passt jetzt hier nicht so gut rein, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Weil immer die Frage ist, ja, wann kommt welches Video? Wir haben bei uns auf der Website, kursofu.com, gibt es einen Terminkalender und da planen wir vor. Das heißt also, da stehen auf jeden Fall geplante Videos drin. Und wir tragen da aber jetzt auch Videos nach, die praktisch jetzt außer der Reihe gekommen sind. Und hier seht ihr dann immer, wenn zum Beispiel ein Webtipp kommt. Aber wir haben, oder once a month beim Gaming-Channel von uns, oder Kurs-O4U hilft, oder eben auch andere Tutorials. Wir haben das aber auch als Eventkalender mit, wir nutzen das als Eventkalender mit, das heißt, da werden Messen eingetragen, wie zum Beispiel die CeBIT oder Roxy Blog oder die Video Days sind da mit eingetragen, Gamescom, alles Mögliche an IT- und Gaming-Messen wird hier auch eingetragen. Solltet ihr da mal einen Hinweis für uns haben, vielleicht auch eine Veranstaltung bei euch in der Region irgendwie, schickt uns die einfach zu. Und da ist auch wieder die Adresse redaktion@kursofu.com. Und ihr könnt den Kalender gerne mit benutzen, schaut da öfters mal rein, vielleicht ist da was Interessantes auch für euch dabei. Und wir wollen das Ding so ein bisschen pflegen. Wir sind auch, offen, wenn ihr sagt, Mensch, wir sind auch YouTuber und wir würden gerne den Kalender mitpflegen und mitbenutzen, dann schreibt uns einfach mal, vielleicht kann man da irgendwas finden. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, möglichst viele Events und möglichst viele Termine da reinzubringen, die eben interessant sind. Einmal für YouTuber, für Gamer und auch für Technikbegeisterte. So viel der Werbeteil. Erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das vielleicht gerne mal, würden wir uns freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von Kurs-O4U Tech. Aber in dem Zusammenhang, ich wollte nochmal in die Kamera sagen, bei Technikfragen gucke ich immer auf dem YouTube-Channel von QSO4U. QSO4U.